Heute ist das Thema Energieformen und deren Beziehungen zueinander. Wir hatten gerade eben zusammengefasst, wir haben, sagen wir mal, mehrere Arten von Energien. Mechanische Energie, ich kürze das ab, ne? Ich schreibe E. Dann haben wir da eine Unterform, und zwar das eine wäre die potentielle. Entweder potentielle oder potentielle mit Z darf man mittlerweile auch schreiben, beziehungsweise kinetische Energie. Kinetische Energie. Potenzielle Potenz ist die Möglichkeit. Das heißt also, wenn ich etwas von hier hochhebe, eine Kiste oder sowas, und ich hebe die hier hoch, und die ist jetzt hier oben, dann könnte sie runterfallen. Und dabei wird beim Fallen, gibt es eine Bewegung, wird das wieder in kinetische Energie umgewandelt. Kinetische Energie, einfach an das Kino denken, das sind die bewegten Bilder. Es geht um Bewegung. Also Kino, es geht um Bewegung. Das ist so das Wichtige bei der Sache. Also potenzielle heißt, sie könnte Arbeit verrichten. Diese Energieform kann man wieder in Arbeit umwandeln. Wenn ich mir die Mühe mache, etwas hochzuschleppen, dann habe ich von da aus die Möglichkeit, diesen Vorgang auch wieder rückgängig zu machen. Nämlich nicht runterschleppen, sondern runterfallen lassen. Oder ich mache das nicht mit einer Kiste mit hochschleppen, das wird es vielleicht deutlicher, wenn ich eine feste Rolle irgendwo verankert habe und über diese Rolle habe ich ein Seil geführt und ich ziehe eine Kiste von hier nach hier hoch, dann hängt die eben hier, dann kann ich hier mittels Seil etwas anderes damit hochheben. Gut, das wäre die eine Energieform, die mechanische Energie. Dann hatten wir gesagt, elektrische Energie. Elektrische, wir kennen das alles. U und I, ne, Strom und Spannung, solche Dinge, sind die Ursachen dafür, dass man elektrische Energie irgendwie umsetzen kann. Dann wissen wir von, wir hatten die ganze Zeit Wärmelehre, Wärmestrahlung. Aber das ist eigentlich gar nicht mal gut, wenn ich das so hinmale. Mache ich es mal lieber anders. Wir sagen einfach Strahlungsenergie dazu, denn dazu gehört auch noch mehr. Strahlungsenergie. Strahlungsenergie in Form von Wärme. Wenn ich es noch mehr erwärme, fängt es an zu glühen und sendet Licht aus. Also Licht gehört auch dazu. Elektromagnetische Wellen gehören dazu und so weiter. Aber da kommen wir dann später nochmal drauf. Von der Strahlung, eine Energieform, die haben wir noch. Die passt eigentlich sehr schön dazu. Chemische Energie. Und so weiter und so fort. Die alle kann man ineinander umwandeln, darüber hatten wir schon gesprochen. Ich könnte zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt hier diese Kiste hochhebe per Seil, dann kann ich das auch mit einem Motor machen. Wenn ich also hier einen Motor anschließe, einen elektrischen Motor und eine Seilwinde habe, dann kann ich sagen, okay, dann wandle ich welche Energie um? Elektrische in mechanische Energie. Und wenn ich das ganz schnell mache, dann sieht man sogar die Bewegung richtig. Also wenn ich die Kiste nicht so in Zeitlupentempo hochhebe, dass ich mich nach einer halben Stunde erschrecke, dass die Kiste endlich oben angekommen ist. Obwohl, dann ist es immer noch kinetische Energie. Dann wandle ich also mit Hilfe des Motors elektrische in mechanische Energie um. In potentielle oder in kinetische, wenn ich es schneller sehe. Elektrische Energie kann man wunderschön in Wärmeenergie umwandeln. Mittels Heizplatte oder Tauchsieder. Wer dieses olle Ding noch kennt, was solche Heizwendeln da dran hat, man steckt sie in die Steckdose und ab geht's. Dann wird das Ding warm. Das kann ich in einen Wassertopf reinhalten, dann wird das Wasser warm. Also kann ich elektrische wunderbar in Strahlungsenergie, in Wärmeenergie umwandeln. Wenn ich hier eine Lampe anschließe und elektrische Energie dann in Licht umwandle, habe ich auch wieder die Strahlungsenergie. Umgekehrt kann ich auch einen Akkumulator, eine Batterie nehmen und mit Hilfe der Batterie die chemische Energie, die in der Batterie steckt, in Strahlungsenergie, in Licht umwandeln und so weiter und so fort. Und wie hängt das jetzt alles zusammen? Das sind jetzt alles Beispiele gewesen, die kann man aber auch letzten Endes quantitativ ausdrücken. Das waren qualitative Aussagen. Qualität, also wie etwas passiert. Wie. Und jetzt kommen wir mal zum, wie viel dabei passiert. Und jetzt gibt es eine ganz überraschende Erkenntnis, wir werden uns wundern. Das ist in dem neuen Physikbuch auf Seite 195, 96 dargestellt.